einmal fertig machen zur Party über diese 30 Kilometer. Sie hat schon feiern dürfen am Mittwoch, denn sie hat den Gesamtweltcup dieses Winters gewinnen können. Justyna Kowalczyk, die Polin, in Abwesenheit von Marit Björgen. Heute Morgen kam die Meldung, ist natürlich Teres Jörg hier, der verrückte Vogel, den alle anfeuern werden. Und die Favoritin, zwei Deutsche mit dabei, eine haben Sie gerade gesehen, Katrin Zeller, im Feld von 58 Läuferinnen auf diesem großen Traditionskurs des Skilanglaufs. In der Mitte, der 17, das war gerade Nicole Fessel, die mittlerweile zu den besten Distanzläuferinnen der Welt gehört. Nachzuweisen, beispielsweise anhand ihrer WM-Platzierung, als sie Fünfte werden konnte. Und das ist in der Tat absolute Weltspitze. Ein bisschen Probleme bei Justyna Kowalczyk beim Lauf hier heraus aus dem Stadion. Es sind die Strecken, wenn Sie gestern unser Programm verfolgt haben, wie bei den Herren, sehr, sehr anspruchsvoll. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die besten Deutschen wie Nicole Fessel, aber es ist auch eine große Freude für sie, ja mittlerweile schon der achte Lauf über diese längste Distanz bei den Damen, das sind die 30 Kilometer. Eingeblendet der Puls einer der besten Freistilläuferinnen von Charlotte Kaller, die bei der WM überall dabei war, auch im anschließenden, abschließenden 30 Kilometer Lauf, da aber nur Elfte wurde, da wurde allerdings in der klassischen Technik gelaufen. Die Bedingungen nicht leicht. Es ist ein bisschen wärmer geworden, immer wieder leichter Schneefall in eine nicht ganz so schnelle Strecke hinein. Die Spitzengruppe nicht überraschend. Juhok Weng, die mittlerweile sich so ein bisschen als dritte Kraft in Norwegen etabliert hat. Und natürlich Justyna Kowalczyk. Heidi Weng, die Mama ist heute umsonst da, denn sie hat gestern beim Birkebeinerin, gilt als Volkslauf, eine Top-10-Platzierung erreicht. Hier die Zweitplatzierte im Feld bei den Weltmeisterschaften auch in den großen Staffeln der Norwegerin mit dabei, als sie da für die Goldmedaille als Startläuferin sorgen konnte. Und sehr, sehr gut, von Anfang an, ganz starkes Rennen der Allgäuerin Nicole Fessel. In diesem Jahr ja zum ersten Mal in einem Einzelweltcup auf dem Podium als Dritte. Czekaleva, die wir hier sehen, für die Russinnen. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Drama, als Miriam Gössner hauchdünn die Bronzemedaille verlor. Und Katrin Zeller, wir haben es eingangs gesagt, im Bereich, im Anschluss an die Top 20, da sind im Moment ihre Leistungsgrenzen gesetzt. Erste Attacke von Teres Jörg und das ist noch früh im Rennen. Christine Stera, auch sie eine der besten Läuferinnen hier im Feld, seit Jahren oft nur mit Platz 4 am Ende bei den großen Entscheidungen dabei. Und bei den Damen gibt es insgesamt 4 dieser Bonuspunkte. Bei den Herren gab es ja gestern gleich 6. Das ist die höchste Zahl, die es in einem Damenrennen bislang gab. Das heißt, für die Siegerin, wenn sie immer vorne wäre, und das kann bei Teres Jörg ja gut der Fall sein, gäbe es 60 Punkte allein durch diese Sprints und dann nochmal 100 für den Sieg. Das ist schon ein dicker Batzen. Und ähnlich wie bei den Herren sehen wir mehr und mehr in diesen Massenstartrennen den Versuch, früh wegzukommen. Also diese Ausweichsversuche früh im Verlauf der Strecke. Das macht das Ganze natürlich attraktiver, weil man zum einen zittert und bangt, schafft es mein Favorit, schafft es einer der vermeintlichen Stars da vorne durchzukommen, kommen die anderen ran. Es wird natürlich auch mehr taktiert. Das Thema Skiwechsel ist viel, viel präsenter geworden und wird es auch gleich werden für die Besten hier im Feld, wie Teres Jörg und Justyna Kowalczyk, denn es gibt insgesamt dreimal die Möglichkeit, auf diesem Kurs sich neues Material unterzuschneiden. Es geht wieder von der 5-Kilometer-Schleife hier in diesen Stadionbereich hinein. Jetzt von oben gekommen, von der kleinen Kirche, von der kleinen Kapelle. Und das sind die angesprochenen Skiwechsel. Sie liegen bereit, natürlich auch Herausforderungen für das Wachsteam, alles rechtzeitig da in Position zu bringen. Und ganz wichtig natürlich immer die Verpflegung. Sie schauen Sie hier den suchenden Blick von Justyna Kowalczyk. Gerade bei einem 30er muss man so zwischen den ersten 3 und 5 Kilometern eigentlich Flüssigkeit zu sich nehmen, um früh immer wieder den Akku da aufzufüllen. Wenn das hinten passiert, kann es wirklich so sein, dass man dann nicht mehr in der Lage ist, weiterzurennen. Jetzt schauen wir mal, wer die Möglichkeit nutzt, diesen Skiwechsel anzugehen. Und hier sehen Sie es sehr gut.
Tiris, Juhok und Justina Kowalczyk ziehen vorbei. Links die Boxen. Das Ganze so, bei den Herren hat man gestern gestoppt, so um die 20, 25 Sekunden, die man zusätzlich aufnehmen würde. Der ganze Zug der Weltspitze, und zu dem zählt nach wie vor Nicole Fessel, ist in der Verfolgung. Sie direkt hinter der US-Amerikanerin Steven, die in diesem Jahr ja auch schon einige Top-Resultate hatte, beispielsweise Achte wurde in Sochi. Sehr schöne Studie, klasse Laufen von Nicole Fessel in den Top 30 des Weltcups. Das heißt, wir werden sie am kommenden Wochenende, genau wie Katrin Zeller, dann mit der derzeit besten Deutschen im Gesamtweltcup, mit Denise Herrmann, die im Moment 11. ist, noch einmal sehen beim großen Weltcup-Finale. Immer wieder in der Spitzengruppe die Attacken von Therese Juhok. Justina Kowalczyk hat Probleme, da dran zu bleiben. Es ist ein harter Kurs. Und die Probleme der Polin aus Kasienia Walka werden größer und größer. Sie hat ja im letzten Jahr das ganze Training auch ein bisschen umgestellt, hat auch angefangen, weil sie sagt, ich brauche neue Impulse, noch einmal mit den Männern zusammen zu trainieren. Beispielsweise mit dem Sprintkollegen vor allen Dingen Maciej Krzyżmer. Aber hier in diesem Rennen, in dem die Verfolgergruppe hinter den zwei Großen unverändert eine ganz starke Nicole Fessel sieht, und da hinten in der zweiten Gruppe taucht gerade Katrin Zeller auf, macht im Moment Therese Juhok vorn zumindest den besseren Eindruck. Hier links im Bild, das ist die angesprochene Heidi Weng, Juniorenweltmeisterin im Sprint gewesen. Und nach 20 Minuten setzt sie vielleicht den entscheidenden Punch, großer Antritt. Und Kowalczyk, Sie sehen es selbst, kann nicht mehr folgen. Spannende Phase im Rennen jetzt, die zwei Favoritinnen. Da trennen sich so ein bisschen die Wege. Das ist der am weitesten entfernte Punkt der Strecke, wenn man vom Stadion aus herangeht. Hier geht es nach links hoch, nach Frogner Setteren, wo die verlanglaufverrückten Norweger ihre großen Lager aufgeschlagen haben. Und mittlerweile natürlich auch viele polnische Fahnen dabei. Sie ist polnische Sportlerin des Jahres mehrfach geworden. Sie hat, das ist erstaunlich genug, viermal jetzt den Gesamtweltcup gewonnen. Sie hat viermal in Folge die Tour de Ski gewonnen. Aber heute sieht sie eine bessere vor sich. Das ist Therese Juhok, dahinter Justina Kowalczyk mit schwerem Schritt. Geht gerade durch ein tiefes Tal. Und wir gehen zum höchsten Punkt der Strecke. Knapp 500 Meter hoch, hier oben auf Frogner Setteren. Es ist eines der härtesten Rennen im Weltcup. Bei den Damen nicht ganz so traditionsreich wie die 50 Kilometer bei den Herren. Und umso erfreulicher, dass Nicole Fessel, die immer wieder in dieser Verfolgergruppe von Justina Kowalczyk auch die Pace gemacht hat, das Tempo gemacht hat, noch so stark mit dabei ist und sogar mit dafür verantwortlich ist, dass neben der sehr, sehr guten Japanerin Masako Ishida